Grüß Gott, liebe Gemeinde, und herzlich willkommen zu Our House von Bof Ich will diesen hübschen Künstlernamen nicht entzaubern, da könnt ihr selber nachgucken, aber eigentlich kommt der Autor aus Heiningen am Rand von der Schwäbischen Alb. Das erwähne ich deshalb, weil dieser Coming-of-Age-Roman aus dem Jahr 2015 in genau dieser Gegend und genau solchen Alltagsniederungen spielt. Mit dabei sind der Ich-Erzähler Höppner. Vorname unbekannt, kurz vorm Abi, auch genannt Höppner Hühnerknecht, weil er auf einer Hühnerfarm jobbt. Seine Mutti hingegen arbeitet im Supermarkt und hat einen doofen Neupartner namens F2M2. Ja, der fiese Freund meiner Mutter. Überhaupt sind Beziehungen ja etwas eher Schwieriges. Ne? Also Frieder hier, das ist quasi die zweite Hauptperson, ist ein Bauernsohn, super intelligent und sowas ähnliches wie ein Freund von Höppner. Vera ist Höpner's feste Freundin, aber eher feste Freundin minus, wir kommen noch drauf. Dann erwähnen wir noch den vielseitigen Elektro-Harry, der irgendwann auftaucht, und schließlich noch Cecilia, eine reiche Mitschülerin, sowie Pauline, die gern mit dem Feuer spielt und ja total heiß ist, wie man hier sieht. Los geht's im Buch mit einem weihnachtlichen Höhepunkt, aber wir fangen chronologisch an, nämlich bei Höpner's. Ja, ich muss F2M2 immer beim Renovieren helfen, ne, aber ich habe die Schnauze voll. Ich trempe jetzt mit Vera nach Berlin. Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin. Also für mich ist das super wichtig, weil ich ja nach dem Abi sofort nach Berlin will, damit ich nicht zur Bundeswehr muss. Ja, und in Berlin machen wir uns einen Spaß draus, schwarz zu fahren. Ein Busfahrer hilft uns dabei. Und wir üben Wohnungssuchen, ne? Und dann geht es auch schon wieder im LKW Heim nach Bavü. Am nächsten Tag sind sie trotz Ausflugs pünktlich in der Schule. Und der fiese Deutschlehrer, Dr. Turnschuh, so: Thema ist Sturm und Drang, nämlich Wärter. Gibt's eigentlich irgendeinen vernünftigen Grund für Selbstmord? Höppner. Ja, das ist ja nur so ein Knalleffekt. Das hätte Goethe auch sein lassen können. Und der so, interessant. Und Cecilia bricht in Tränen aus. Das mit dem Frieder tut mir so leid. Hä? Und da erst erfährt Höppner, dass sein Freund Frieder versucht hat, sich das Leben zu nehmen mit Tabletten, als er in Berlin war. Aber er wurde zufällig von seinem Vater gefunden, deshalb gerettet und ist deshalb jetzt in der Psychiatrie am Schwarzen Holz. Ja, direkt neben der Bahnstrecke. Ist für Selbstmörder sehr praktisch. In der Klapse findet Höppner es erstmal ein bisschen unheimlich. Äh, hallo? Ja, jetzt sag schon, was machst du für eine Scheiße? Ja, was machst denn du für eine Scheiße? Ja, keine Ahnung. Aber fast wäre ich gestorben, ohne je mit einer Frau geschlafen zu haben. Äh, wir haben noch nie über Sex miteinander gesprochen und streng genommen habe ich ja auch. Also, äh, naja, und dann besucht er ihn regelmäßig, macht mit ihm Hausaufgaben, lernt Pauline kennen. Wow, die ist ja ganz schön, schön. Und irgendwann darf Frieda unter Höppners Aufsicht in den Park. Und das geht ganz gut. Und dann sagt er so: Und jetzt gehen wir in die Stadt. Nein, da kriege ich so einen Ärger, das darfst du nicht. Ja, okay. Der Ausflug geht gut. Ich habe ihm zum Spaß ein bisschen vor den Zug geschubst. Haha, ha. jetzt hör mal. Die Ärzte sagen, es wäre gut, wenn ich ausziehe zu Hause. Ich ziehe in das alte Haus von meinem Opa im Dorf, aber meine Eltern meinen, ich soll da nicht alleine wohnen. Was? Das ist jetzt wirklich spannend für Höppner. Er schaut sich das Haus mit Vera zusammen mal an. Ja, ist ja nichts abgeschlossen, ist alles uralt. Aber wenn der sich im Nebenzimmer umbringt, ja, das macht er nicht. Und ich komme zu Hause von meinem F2, M2 weg. Andererseits, aber wenn wir zu zweit auf ihn aufpassen und sie sagt: Okay, ich ziehe mit hier ein. Und weil ihre Eltern sie nicht allein mit zwei Jungs lassen wollen, zieht Cecilia auch noch mit ein. Nein, Mama, ich brauche das ganze Zeug nicht. Den Umzug besorgt Frieder mit dem Trecker. Sie haben ja auch nicht so viel. Und als sie dann alle zusammen gemütlich in der Küche sitzen, kommt der alte Seidel von nebenan vorbei und sagt: Hier, Frieder. Das ist die Axt von deinem Opa, die hat er mir mal geborgt. Was singet die da im Radio? Our House, ja, Our House, wie Auer Ochse, ja, Pascht. Sie fahren gemeinsam mit dem Fahrrad zur Schule, sie kochen und essen gemeinsam. Die Lebensmittel kommen teils von Höppners Mam ja, nur weil die Sachen abgelaufen sind, kann man sie trotzdem noch essen. Teils klaut Frieder im großen Stil bei Penny, ja, ich habe halt keine Angst mehr, ne. Und irgendwann sitzt Harry gemütlich Joint rauchend in der Küche. Ja, war offen, ne, hallo. Hallo, sie quatschen, er ist Elektriker und dealt nebenbei und sagt, seid ihr schwul? Also ich glaube ich nicht, ich glaube ich nicht, ich glaube ich schon. Ich kann es nur meinem Vater nicht sagen. Nach einiger Zeit verlangt Frieder, dass seine geldlosen Einkäufe bei Penny auf seine Beiträge zur Haushaltskasse angerechnet werden. Ne, haben halt alle keine Kohle. Ja, aber so viel wie du, Klaus, das können wir doch nicht einzahlen. Dann die Hälfte und ich trainiere euch auch. Und dann machen sie ein kleines Trainingscamp Ladendiebstahl. Und bei meinem ersten Mal geht alles gut, aber äh, Frieder wird leider erwischt. Ja, aber es gibt ja auch noch andere Läden. Die beiden unterhalten sich nebenbei durchaus immer wieder über Selbstmord. Ja, soll ich dich eigentlich retten, wenn du im Eis einbrichst? Ja, schon, ich will es mir schon selber aussuchen. Ich würde ja eine Flasche Wodka trinken und dann erfrieren. Wie, wie ist das eigentlich so? Du, eigentlich war alles gut, nachdem ich die Tabletten geschluckt hatte und wo wir gerade bei wichtigen Fragen sind. Und äh, wie ist es eigentlich mit einer Frau zu schlafen? Äh, keine Ahnung, ich dachte, du hättest mit Pauline. Nee, und, und du mit Vera? Ja, sie will noch nicht. Ja, aber sie macht doch ständig mit anderen Typen rum. Ja, aber mit mir halt nicht. Und das ist was anderes. Und Liebe ist kein Kuchen, der durchs Teilen kleiner wird, sagt sie. Aha. Dann ist Heiligabend. Höppner ist erst zu Hause. Ja, aber ich gehe rechtzeitig vorm Streit wieder weg, weil ich noch bei so einer Armenspeisung als Freiwilliger dabei sein will. Dort trifft er Pauline. Äh, was ist denn mit deinen Haaren? Ja, angezündet. Und da sie auf der Straße sitzt, kommt sie natürlich mit ins Auerhaus. Ne? Dort sitzen sie alle gemütlich in der Küche. Frieda hat den Dorfweihnachtsbaum gefällt. Ja, ich hab's gemacht. Das ist der Stunt vom Anfang, den wir da nicht erzählt haben. Und ähm, dann kommt auch noch Harry vorbei. Und zwar. Mit einem blauen Auge. Ich habe meinem Papa gesagt, dass ich schwul bin. Aua, das hat wehgetan, oder? Sie wohnen jetzt also zu sechst im Auerhaus und es wird langsam ein bisschen eng. Pauline wohnt auf dem Heuboden. Äh, Frage: Brandstifterin im Heu, ist das so eine gute Idee? Vielleicht sollte sie besser in dieses fensterlose kleine Zimmer. Und völlig ohne Anlauf brüllt Frieder: Niemand wohnt in diesem kleinen Zimmer, klar? Ist ja gut, reg dich mal wieder ab. Und er ist den ganzen Tag grummelig, aber dann sagt er: So. An Silvester feiern wir eine Einzugsparty. Und das wird die größte Party, die das Dorf je gesehen hat. Es kommt die komplette Oberstufe. Hey Party! Hey Party People! Es kommen alle Irren aus der Psychiatrie. Wir haben Ausgang bis eins. Und es kommen alle schwulen von München bis Paris. La boom! Boah, es ist unglaublich hier. Überall Sekt und Musso Schokolade. Wo ist denn eigentlich Vera? Äh, Vera, äh, gutes neues. Ich muss schnell Kondome holen und dann ist sie mit Harry in ihrem Zimmer verschwunden. Nein! Er knutscht zur Ablenkung ein bisschen mit Pauline rum. rumknutsch, aber als er zum Petting übergehen will, wehe. Ist ja gut. Und als am nächsten Tag die Schnapsleichen alle weggeräumt worden sind, greift sich Höppner eine übrig gebliebene Flasche Wodka und macht sich auf den Weg zu einem verschneiten Feld, wo er die Flasche Wodka trinkt. Vera fickt mit Harry! Schnarch! Kurz bevor er einschläft, kommt allerdings Frieda vorbei und findet ihn. Höppner, bist du wegen Paulini hier? Das ist, finde ich, nicht schlimm. Nein, wegen allem! Aber er stirbt dann halt doch nicht, sondern wird gerettet. Und natürlich muss jetzt eine Aussprache mit Vera folgen. Sie sagt, ich dachte, du willst noch nicht Und er so, ich dachte, du willst noch nicht. Aber das ist doch ewig her. Drei Wochen. Und die Liebe ist kein Kuchen. Doch, ist sie. Sie ist ein Kuchen, der kleiner wird. Naja, das Leben geht weiter. Höppner kriegt eine Ladung zur Musterung. Boah, Nummer zwei, ne? Die ignoriere ich. Aber als es soweit ist, steht der Dorfscheriff Bogatski im Haus und sagt, Herr Höppner, kommen Sie so mit oder mit Handschellen? Und er so, Handschellen. Und dann fährt Bogatski ihn tatsächlich mit Vera in Handschellen nach Stuttgart zur Musterung. Ich finde das super, dass ihr euch um den Frieder kümmert. Beim Kreiswehrersatzamt geht die Sache ziemlich flott. Ja, tauglich, tauglich. Ja, aber ich habe viereinhalb Dioptrien. Naja, er hat die Brille halt auch nie auf, ne? Da bricht eine kleine grüne Naturkatastrophe rein. Wo ist mein Fahrradschlüssel? Ich habe vorhin hier meinen Fahrradschlüssel verloren. Alle liegen auf der Erde und suchen Frieder's Fahrradschlüssel. Dann sind sie auch schon wieder zu Hause. Und als sie da so in der Küche sitzen, bricht er heulend zusammen und sagt, ich bin erledigt. Und Vera so, tada, deine Musterungsakte. Was? Wie die habt ihr? Deswegen dieses Ablenkungsmanöver. Ihr habt die geklaut. Die kommt jetzt ins Eisfach und sie legt sie in den Kühlschrank. Dann kommt das Abitur. Ja, zum Deutsch-Abi komme ich leider zu spät, weil ich noch mit so einem Soldaten zusammen versuche, einem alten Mann das Leben zu retten, so auf der Straße. Ne? Und dann ist das auch noch so ein bescheuertes Thema. Literatur ist wie ein Flugsimulator des Lebens. Quatsch. Ich sage euch was. Literatur ist das Papier, mit dem sich jedes Arschloch putzt. Habe ich von Friede. Cooler Spruch, oder? Kurz darauf sitzen sie gemütlich in der Küche, da bricht das Armageddon über sie herein. Bang, hinlegen, Hausdurchsuchung und es ist ein SEK. Ja, die sind äh, wegen Harrys Stielerei hier. Sie finden auch Gras bei ihnen, aber zum Glück nicht den richtigen Vorrat. Im Hühnerstall zu einem Überfluss werden die Auerhausbewohner kurz darauf auch noch äh, vorübergehend festgenommen. Das war eine ganz blöde Sache. Wir waren im Kino und äh, darauf habe ich diese Fake-Pistole in Harrys Handschuhfach gefunden und auf einen Polizisten gezielt. Verfolgungsjagd, naja. Aber hey, alles wird gut. Ich habe überraschend 15 Punkte für mein improvisiertes Deutsch Abi gekriegt und sie ziehen zusammen nach Köln. Frieda wird Physikprofessor. Ich heirate Pauline und die wird ganz gesund und ich heirate Vera, die wird Schuldirektorin und ich Hausmann. Leider war das gerade nur Literatur als Flugsimulator. Im richtigen Leben läuft es so. Tja, Deutsch durchgefallen, GK mündlich null Punkte. Dann kommt eine Gerichtsverhandlung, bei der Cecilia vom Anwalt ihrer Eltern rausgehauen wird, aber auf Kosten der anderen. Ja, sorry, aber ich will in den USA studieren und da brauche ich ein einwandfreies Führungszeugnis. Die anderen kriegen Sozialstunden im Altenheim, was jetzt nicht so schlimm ist. Happy geht nach Berlin und fängt an zu jobben, entgeht so der Bundeswehr. Frieder macht in einer kleinen Stadt in Hessen, ist es Wetzlar, eine Ausbildung zum Fahrradmechaniker, obwohl der echt super schlau ist und so, ne? Und besucht Höppi immer wieder in Berlin. Ja, wir quatschen dann die Nächte durch äh, um sein Leben, aber dann nimmt er eines Tages doch Tabletten. Das Auerhaus war halt vorbei, ne? Frieder war wieder allein, aber jetzt kannte er den Unterschied. Warum hat er das getan? Fragen Sie sich natürlich, als Sie zu seiner Beerdigung wieder ins Dorf zusammenkommen. Und es gibt eine Spur: dieses kleine Zimmer ohne Fenster im Auerhaus. Offenbar war das in der frühen Kindheit Frieders Zimmer gewesen. Hat er dort etwas Schlimmes erlebt? Wir wissen es nicht. Was wir wissen ist, die Zeit im Auerhaus war die beste in meinem Leben. Und das, liebe Gemeinde, war Auerhaus von Bof Bjerg. Vielen Dank. Thank you.